Ja, alle, der hat eigentlich sehr viel vorgenommen heute für das Eröffnungsspiel gegen Tschechien. Schlussendlich ist es verdickt, hart und klar, 6-0 für Tschechien. Was sind die Gefühlslage so nach dem Spiel heute? Ja, es ist extrem bitter. Jeder Fehler hat das Goal gegeben, wir haben viel Strafen genommen, aber unter dem Strich, ob jetzt 1-0 oder 6-0, spielt keine Rolle. Sie müssen, wir dürfen und ja, jetzt, für uns geht es übermorgen weiter und dann geht es zur Sache. Ja. Auffällig war vor allem, dass sie immer wieder mit Pässe, Tiefe, immer wieder die Lücke aufreißen konnten und das gefährlich vor das Goal kommen, sogar 1-0 laufen konnten. Ist das ein Problem für die Organisation? Kann man das wegbringen für die nächsten Spiele? Ja, ich denke, dass sicher ein bisschen weit Erfahrung gefehlt hat. Für viele war es der erste Einsatz auf dem höchsten Level. Und viele neue Perlen, viele, die noch nicht zusammen gespielt haben. Aber ich denke, es wird von Spiel zu Spiel besser. Wenn wir ehrlich sind, die Punkte gegen die Tschechien wären schön gewesen, aber sie waren vielleicht nicht unbedingt im Budget gewesen, gegen die jetzt kommen, gegen Portugal und Italien, die sind umso wichtiger. Ist das jetzt einfach, tut man jetzt einfach mal das Maul abputzen und geht weiter, oder ist das schon ein bisschen knackt jetzt? Nein, definitiv. Das müssen wir abhaken. Es war vielleicht ein bisschen weit dort zu erwarten gewesen. Sie haben ein Weltklasse-Team zusammen. Und ja, eben, wie gesagt, wir müssen jetzt gegen die kleineren in unserer Gruppe müssen wir Punkte holen. Heute haben wir dürfen und ja, nein, da müssen wir den Kopf aufhaben und weitergehen. Ja. Und morgen ist grosse Erholung angesagt. Ja, Erholung brauchen wir jetzt noch nicht gross, aber ich muss sagen, bin schon froh, können wir morgen ein Päuschen machen. Okay, merci für den Mann und viel Erfolg für den Weiterverlauf. Merci alle.